Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blind Gaming Review, beziehungsweise ist es ja heute ein Blind Playthrough zu Pop and Twinbee, einem Shooter aus dem Hause Konami, wenn man so will, ein Spin-off aus der Parodius-Spielereihe und hier in Europa eines der wenigen Twinbee-Spiele, die aus diesem Franchise erschienen sind. Da dies ein Blind Playthrough ist, werde ich an vielen Stellen Sachen erläutern, was einem im jeweiligen Level unter anderem so erwartet. Ich werde was zu dem Einstellungsdialog sagen, wo man den Schwierigkeitsgrad verstellen kann. Und ich werde auch später dann einen Cheatcode anwenden, der den Spieler quasi unbesiegbar macht. Und wer jetzt sagt, ach, das ist ja langweilig, immer dran denken, als blinder Spieler kommt man sonst nicht ganz so weit, denn selbst in der leichtesten Schwierigkeitsstufe ist Pop and Twinbee ein wirklich schweres Spiel, auch für den sehenden Spieler. Man hat Vorteile, wenn man zu zweit spielt, weil man dann gemeinsam durch die Levels fliegt und dann auch weiterkommen kann. Aber wenn man wirklich das Spiel blind spielt und dann auch noch gerne weit kommen möchte, das Spiel ein bisschen erkunden möchte, dann ist es doch ganz sinnvoll, sich da ein wenig, ich nenne es mal, Hilfe zu holen. Kurzes Wort zur Steuerung. Wie es bei Arcade- oder Sidescrollern üblich ist, spielt man von links nach rechts. Man kann auch ein bisschen nach oben und unten fliegen, aber hauptsächlich dann rechts und links das Steuerkreuz bewegen. Dann gibt es drei Waffen. Es gibt quasi die Bordkanone, die wird mit B abgeschossen. Es gibt so kleine Smart-Bombs, die man mit X abschießen kann. Und es gibt sogenannte Chibis, das sind größere Bomben, die feuert man mit A ab. Man hat nur drei Stück, kann das aber auch dank Cheatcode, sage ich mal, erweitern. Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Übrigens, gespielt wird per RetroArch, also per Emulator. Das Originalmodul ist aber auch vorhanden. So. Das Konami-Erkennungszeichen. An dieser Stelle einmal Start drücken. Dann sind wir in einer Auswahl. Einspielermodus, Zweispielermodus oder Optionen. Also zweimal nach unten für Optionen. Mit Start bestätigen. Wenn nichts mehr zu hören ist, dann ist man in einer Auswahl, in der man die Steuerung einstellen kann. Und wenn man sechsmal nach unten geht, so wurde es mir zumindest erklärt, ist hier die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad umzustellen. Dreimal nach links gehen. Und theoretisch kommt man mit Start sofort wieder raus. Ich möchte euch aber kurz noch was zeigen. Dieses Geräusch sich ruhig merken und im Hinterkopf behalten, das wird später noch wichtig. Denn in Twinbee muss man oder sollte man sogenannte Glocken einsammeln. Und je nachdem, welche Farbe diese Glocken haben, entscheidet das, was man dann bekommt. Stockt man das Waffensystem auf, die Schutzschilde oder kriegt man einfach nur extra Leben? Das entscheidet sich dann, je nachdem, welche Farbe die Glocke hat. Und wenn man die Glocken nämlich anschießt, ändern sie sich die Farben und das hört sich dann so an. Mit Start, wie gesagt, wieder raus. Jetzt nochmal Start drücken, damit wir ins eigentliche Spiel kommen. Den Namen geben wir nicht ein. Hier könnte man die Figur auswählen. Wir nehmen einfach die erste. Und als erstes werde ich noch keinen Cheatcode anwenden, um euch ein, zwei Sachen zu zeigen. Wir sind im Stadtlevel. Hier fliegen einige komische Sachen rum. Pinke Blumen. Irgendwelche anderen. Das war eine eingesammelte Glocke. Und den Rest haben wir verpasst. Na gut. Ja, wie gesagt. Pinke Blumen. Andere Objekte, in denen manchmal irgendwelche Figuren drin sitzen und auf einen schießen. Und man merkt, vor allem im späteren Verlauf des Spiels, es hat definitiv Comic-Charakter. Da ist noch was. Das ist übrigens, wenn man getroffen wird. Genau das. Genau das.
Also es hat alles so einen sehr menschlichen Charakter. Manche Endgegner machen auch, sag ich mal, menschliche Laute. Mit Start einfach zurück und jetzt gleich, wenn man einen Cheatcode anwenden will, ganz schnell Start drücken und dann auf dem Gamepad eingeben. A-Y-A-Y-L-R-L-R-X-B-B. Und mit Start geht's weiter. Ob das funktioniert hat, kann man ja gleich ganz einfach an den Geräuschen feststellen. Weil dieses Kieksen, wenn man getroffen wird, das dürfte es ja gleich nicht mehr geben. Ich habe das eingesammelt, das war schon mal gut. Aber da ist noch was. Das ist ja immer eine Glückssache, ob man die Glocken kriegt. Da muss man einfach so ein bisschen rotieren, wenn man das hört. Ich glaube, wir haben Glück. Jupp. Das nenne ich mal unbesiegbar. Wunderbar. Dann kann es jetzt richtig losgehen. Das bin ich. Das klingt so ähnlich wie, wenn man getroffen wird. Das war schon etwas Besseres. Immer wenn man beim Einsammeln eine Stimme hört, dann kann man davon ausgehen, dass man schon was Besonderes eingesammelt hat. Erster Endgegner. Ha ha!
Und zwar ist das ein Kanonenschiff. Es ist generell so, dass gerade die Endgegner-Level meistens immer aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil versucht man so einen, sag ich mal, den Endgegner so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und dann holt er quasi zum endgültigen Schlag aus und es ist oftmals auch sehr skurril, was dann passiert. Hier wird es zum Beispiel so sein, dass man in der zweiten Hälfte so kleine Männchen abschießen muss. Das hört man dann übrigens auch. Die kreischen nämlich so komisch, aber wir haben bisher noch keinen Glück gehabt. Damit? Nee. Schade. Ah, doch. Ein oder zweimal muss man noch. Das war's. Zumindest mit Level 1. So, in Level 2 sind wir in der Unterwasserwelt. Mit Krabben, Seeanemonen, Wasserschildkröten, Aale, Quallen, U-Booten. Und dort wird der Boss ein Roboter-Tintenfisch sein. Thank you.
das war's mit Level 2. Level 3, da werden wir in den Wolken landen. Dort gibt es fliegende pinke Blumen, die gab es auch schon im ersten Level. Teleporter, Körbe mit Zwiebeln, fliegende Pandas und der Boss ist dort ein sogenannter Green Walker mit 3 Augen. Und ich würde sagen, wir stocken nochmal das Waffensystem etwas auf, denn ich habe eigentlich schon alle Chibis verbraucht und das geht mit hoch, 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 runter, 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 links, rechts, links, rechts, B, A, B, A, B, A. So, und jetzt soll man nochmal 9 weitere Chibis, also diese bombenähnlichen Dinge haben, die man abwerfen kann. Ich wollte gerade sagen, die letzte kriege ich wohl nicht. Oha, irgendwas verteilt hier Stromschläge. Zumindest klingt es so. Gerade ein neues Leben erhalten. Oh.
Na. Ah, geht doch. Nächster Endgegner. Das grüne, dreieugige Etwas, was auch immer das sein soll. Das war's aber noch nicht.
Das war's aber. Das war Level 3. Die 4 geht in die fliegende Festung. Dort erwartet uns wieder pinke Blumen, Propeller, Raketenwerfer, Mini-Minen, mechanische Enten und Mini-Kanonen natürlich. Dann Schmetterlingsflugzeuge und als erstes mal treffen wir hier auf Evil Bee. Das ist der, wenn man so will, Gegenspieler zu Twin Bee. Und der Boss in Level 4 ist ein flammenwerfender Helikopter. Na dann. Das mit den zusätzlichen Chibis hat irgendwie nicht geklappt. Das werde ich nochmal schnell probieren. Also Pause und dann war das ja hoch, 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 runter, runter, runter.
Links, rechts, links, rechts, links, rechts. BA, BA, BA. Mal gucken. Nee, anscheinend funktioniert dieser Code nicht. Das ist übrigens ein Grundproblem bei vielen Cheatcodes, die zu alten Super Nintendo-Spielen im Netz landen. Einige davon gehen, andere gehen leider nicht. Man kommt ja auch so ganz gut voran. Thank you.
Na. Oh!
Meine Güte, war der hartnäckig. Okay, als nächstes kommen wir in den Wald und dort gibt es fliegende Eichhörnchen, große gelbe Schweine, Straußen, Mäuse, es gibt wirbelnde Hasensoldaten, es taucht auch nochmal Evil Bee auf und der Boss ist dort der fliegende Bote. Mal gucken. Oh.
So, wir kommen nun ins vorletzte Level und das ist außerhalb der feindlichen Basis. Und dort begegnet uns alles, was wir bisher schon an komischen Gestaltenfiguren erlebt haben. Und ja, ich bin gespannt. Thank you.
Ein Endgegner, der im Netz als Marduk bezeichnet wird. Da konnte ich aber keine Übersetzung für finden, also keine Ahnung, was das jetzt hier darstellen soll. Schade. Denn jetzt geht's ab ins letzte Level in der feindlichen Basis. Und dort gibt es unter anderem Steinroboter, Riesenbabys, es gibt Geister und der Boss ist dort dann Megabee. Thank you.
So, ihr hört schon an der Musik. Jetzt scheint etwas Besonderes zu kommen und das ist auch in der Tat der Fall. Das ist das Ende des Spiels, der letzte Endgegner. Thank you.
das war's. Das war ein komplettes Blind Playthrough zu Pop and Twinbee aus dem Hause Konami. Und wer sich zwischendrin gefragt hat, woher ich immer wusste, was in den jeweiligen Levels passiert, ich habe mich vorher ein wenig eingelesen und mir einen Spickzettel geschrieben. genau. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann schon bald wieder. Entweder zu einem Playthrough, mal gucken, was es als nächstes wird. Oder bei einem der regulären Blind Gaming Reviews, wo ich euch noch weitere Nachbau-, Retro- und Mini-Konsolen vorstellen werde in den nächsten Tagen.